während noch Oberbürgermeister Gerd Schwandner vor kurzem das letzte Mal das Oldenburger Stadtfest mit dem offiziellen Fassbieranstich eröffnete, stecken Christoph Bark, Dr. Marion Rieken, Jürgen Krogmann und Heinrich Kreuzwieser mitten in der heißen Phase ihres Wahlkampfes. Alle vier treten als neue Kandidaten für das Oberbürgermeisteramt an. Es hat eines Tages, das war im Oktober letzten Jahres, bei mir das Telefon geklingelt und es hat mich dort eine mir vertraute Person angerufen, mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, für das Amt der Oberbürgermeisterin der Stadt Oldenburg zu kandidieren. Ich habe dann die Frage oder das Anliegen als so reizvoll empfunden, Oldenburg mitgestalten zu können, dass ich dann nach dem langen Prozess Ja gesagt habe. Seit meinem Eintritt als, meinem Beginn als CMO-Vorsitzender vor 3 Jahren arbeiten wir im CMO in verschiedenen Ausschüssen mit, in verschiedenen Initiativen, die die Stadtentwicklung betreffen. Darüber kam auch das Interesse und auch die Anregung, sich für das Amt des Oberbürgermeisters zu bewerben und dieses politische Interesse in noch eine aktivere, in ein aktiveres Engagement umzuleiten. Ich bin ja seit längerem Mitglied der Wählergemeinschaft für Oldenburg und diese Thematik ist bei uns des Öfteren diskutiert worden, aber erst vor 2 Wochen haben wir uns dann gesagt, ja, es macht sicherlich Sinn, dass auch wir kandidieren. Wir waren der Meinung, ein Oberbürgermeister sollte 3 Voraussetzungen erfüllen. Er sollte zum ersten natürlich die Verwaltung gut kennen. Ich war 15 Jahre bei der Stadtverwaltung, unter anderem als Leiter des Presseamtes. Er sollte natürlich, ein Oberbürgermeister, auch eine gute politische Erfahrung haben, gute politische Kontakte. Das ist natürlich durch meine Landtagstätigkeit und durch meine Arbeit im Rat seit 2011 gegeben. Aber die Hauptvoraussetzung, jemand sollte begeisterter Oldenburger sein. Und das bin ich eigentlich durch und durch. Dazu würde ich mich ganz klar bekennen. Und mit diesen 3 Voraussetzungen bin ich angetreten, dieses Amt zu übernehmen. Wer dieses Amt dann wirklich antreten darf, entscheidet sich allerdings erst bei der Wahl am 28. September. Klar ist aber jetzt schon, die Oldenburger haben einige Anliegen an das zukünftige Stadtoberhaupt. Ich wohne in Osternburg und bei mir fährt die Bahn vorbei. Und ich hätte gerne ein wenig Lärmschutz. Das wär's schon. Die Papiersammlung von Altpapier, das ist einfach nur ein Trauerspiel. Der neue Oberbürgermeister sollte auf jeden Fall sich mal wieder so ein bisschen der Jugend annehmen in Oldenburg. Ich denke, dass wir jugendpolitisch auf jeden Fall einige Probleme in der Stadt haben, die sich auch mal wieder abzeichnen. Bandhaus ist ein großer Punkt, denke ich, der auf der Agenda stehen sollte. Natürlich auch immer nach wie vor das große Thema Skateboarding. Jetzt auch Longboarding dazugekommen, da wird es auf jeden Fall auch noch eine ganze Menge Probleme geben, wo wir vielleicht was machen müssen. Im Sport allgemein, es fehlen viele Hallenzeiten nach wie vor. Wir brauchen also eine ganze Menge an Infrastruktur für Oldenburg und da muss jetzt was getan werden, weil die letzten 5 Jahre war einfach nur Blamage. Ich finde in der Sauberkeit von Oldenburg, weil überall noch Zigarettenkippen, wie man hier aussieht, überall rumliegen und Papiereimer und ja, ich finde, da sollte mal ein bisschen was gemacht werden. Das Thema Kinderbetreuung ist ja immer ein ganz großes Thema. Also die Krippenbetreuung ist ja mittlerweile einigermaßen gut. Aber was immer noch ein großes Problem ist, wenn die Kinder dann auf die Grundschule kommen, dann gibt es nämlich ein Problem. Die meisten Schulen haben nur wenige Hortplätze. Und da hat man dann vielleicht vorher Betreuungszeiten bis 3 Uhr oder 4 Uhr gehabt. Und dann in der Schule ist es so, dass man um 1 Uhr tatsächlich an der Schule stehen muss und das Mittagessen kochen muss. Und das ist manchmal wirklich schwierig. Es gibt also zahlreiche Baustellen, die die Oldenburger beschäftigen. 3 der 4 Kandidaten haben zudem noch einen weiteren Punkt auf der Agenda, den sie möglichst schnell in Angriff nehmen möchten. Ganz klar, die Kommunikation zwischen Rat und Verwaltung sehe ich verbesserungsbedürftig, aber auch die Kommunikation zwischen Verwaltung und dem Bürger. Die machen ja einen guten Job in der Verwaltung, es kommt nur nicht zwingend immer so gut an beim Bürger, und weil die nicht verstehen, was machen die da eigentlich und warum tun die das. Wenn wir eben halt die Beispiele nehmen, Oberschule Alexanderstraße, wo dann der Brief zur obersten Dienstherrin geschrieben wird, ist das sicherlich ein Beispiel dafür, dass es mit der Kommunikation nicht besonders gut bestellt ist und dass da auf jeden Fall Handlungsbedarf ist. Das gleiche Problem höchstwahrscheinlich auch bei den blauen Tonnen. Ich denke, was gemacht werden muss, wenn die Bürger beteiligt worden sind, dass das dann auch in Ergebnisse und in Rückmeldung an die Bürgerinnen und Bürger zurückfließt. Denn mir schlägt doch eine gute Portion von Frustration oder auch Demotivation entgegen. Frustration gibt es zudem in folgender Angelegenheit. Also wenn ich einen Punkt mal herausnehmen darf, dann, dass mir sehr viele Menschen sagen, dass es immer schwieriger wird, bezahlbaren Wohnraum zu finden, auch generationengerechten Wohnraum zu finden. Wir haben eine Entwicklung, dass sehr viel Wohnraum für Menschen mit gutem, mit dickem Geldbeutel, sage ich mal, geschaffen wird. Aber bei den Menschen, die sich nicht ganz so viel leisten können, haben wir ein ziemliches Problem und das müssen wir in den nächsten Jahren massiv angehen.
Schließlich werden die Mieten in der Hundestadt laut einer Studie in den nächsten 6 Jahren voraussichtlich um bis zu 13% steigen. Wie die Kandidaten die einzelnen Wahlkampfthemen umsetzen möchten, erfahren Sie am 10. September bei der NWZ-Podiumsdiskussion im Alten Landtag.